Moin moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Part Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ja, wir sind hier stehen geblieben im Draco Sanctum. Und als ich es das erste Mal gespielt habe, ich wusste ums Verrecken nicht, wie ich da reinkommen soll. Ja, so viel zum Thema, ne? Zelda Freak und so. Ich wusste ums Verrecken nicht, wie ich da reinkommen soll. Ja. Jetzt habe ich mich besser angestellt und wir hauen den hier jetzt erstmal aufs Maul. Verdammt. Oh, es sieht echt schön aus. Ey, uncool. So. Habt ihr was für uns? Nope. Dann zünden wir mal die Fackeln an. Und eins und zwei und da erscheint eine Truhe. Okay. Ich will jetzt die Karte sehen. Haben wir da noch was zum Anzünden? Nö. Dann werfen wir das hier mal da rein. Gucken wir mal, ob sich hier irgendwas befindet. Ich bin jetzt echt gespannt, ob man hier Feen findet. Wenn alles vorbei ist. Der Topf ist offen. Der Topf dient einfach dazu. Es ist ein Porter. Ein kleiner Schlüssel, damit kannst du eine verschlossene Tür in diesem Labyrinth öffnen, nur in diesem Labyrinth. Ja, und wieso er den Schlüssel nicht einfach wieder rauszieht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh, hier wären eigentlich ein paar Herze gewesen. Aber hier sind keine Herze, dann machen wir das hier mal auf. Okay. Wir sind im Feuerdungeon. Ja, war irgendwie logisch, ne? Feuerdrache. Da muss es ja ein Feuer-Dungeon sein. Es kann ja nicht ein anderer Dungeon sein. Man hat gesehen, durch die Tür kommen wir vorerst nicht. Weil, ne? Weil verschlossen. Dann müssen wir hier weiter. Oh ja, nicht springen. Das wäre jetzt nicht vom Vorteil. Kann man das jetzt eigentlich kaputt machen? Bitte, 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 bitte. Einmal. Aua. Oh, der macht mir zwei Herzen weg. Und, ja, yeah, das kann man kaputt machen. Also sollten wir das besser nicht weiter kaputt machen. Wäre nicht von Vorteil. Oh, ich hoffe, ich sterbe nicht schon beim ersten Dungeon. Oh, wäre das peinlich. Ja, einfach aufpassen, nicht treffen lassen. Aber ich glaube, innerhalb von 20 Minuten sollte ich eigentlich nicht sterben. Weil Essen im Ofen und so, und das braucht nur eine halbe Stunde. Also habe ich mir gedacht, komm, setze dich hin, nimmst du ein paar auf, isst du dann erstmal ja. Okay. Isst du dann erstmal gemütlich und dann mal gucken, nimmst du vielleicht ein paar Zelda auf oder noch ein paar Harvest Moon. Mal gucken, wie die anderen da Zeit, Lust und Laune haben. Das wird die Zeit geben, das müsste der. Die Labyrinthkarte. Du hast die Labyrinthkarte gefunden. Auf dem Wii U Gamepad sind nun auch Räume zu sehen, die du noch nicht betreten hast. Ja, finde ich. Oh, ich finde das übrigens sehr schön gelöst, dass man einfach auf dem Wii U Gamepad jetzt die Karte hat. Okay, wir warten hier. Der kommt nämlich gleich runter und den würde ich gerne eliminieren mit einer eleganten. Komm, put, 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 put. Komm runter. Kommt auch runter, mein Gott, und Sprungattacke und auf Wiedersehen. Der droppt uns nämlich ein rotes Elixier, ein rotes Gelee. Du hast rotes Schleimgelee gefunden. Es wird in deiner Beutetasche aufbewahrt. Das rote Gelee enthält viele wertvolle Bestandteile, die wahre Wunder gegen Erschöpfung wirken. Allerdings muss es noch weiterverarbeitet werden. Richtig, wir wissen nämlich, es gibt hier wieder vier Schleime. Es gibt eigentlich mehr. Dazu aber später mehr. Hier ist übrigens ein Glücksamulett drin. Du hast ein Glücksamulett gefunden. Es wird in deiner Beutetasche aufbewahrt. Man sagt, so wie sich Schmetterlinge auf einer Blumenwiese anfinden, so kommt das Glück zum Träger dieses Amuletts. Ja, es wissen auch viele nicht, dass hier ein Glücksamulett drin ist. Hier ist jetzt nichts mehr, außer ein paar Herze waren da, glaube ich, drin. Ja, wie gesagt, es gibt mehrere solcher. Ja, ja, komm her, dein Schwert brauchen wir. Ah, okay, du bist tot. Das Schwert brauchen wir, dann noch gesehen. Das zeige ich dann mal kurz. Wir werfen das hier jetzt mal weg. Unser normales
kleines Schwert kommt da nicht durch. Da brauchen wir schon härteres Material. Ich will jetzt mal was gucken. Kann ich das eigentlich auch kaputt machen, wenn ich... Ja, kann ich. Frage erledigt. Da brauchen wir es nicht mehr. Dann werfen wir es mir jetzt da... Werfen wir es mal da... Oh, oh. Ja, bitte, 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 bitte. Schleim. Höp, höp. Auf Wiedersehen. Ach, die brauchen nur einen Hit, okay. Ja, jeder Schleim droppt hier eins. Ich habe jetzt auch gehört, wenn das Ding rot ist... Ich will jetzt mal aufhauen, wenn es... Wenn es die Farbe hier hat. Nee. Schade, schade, schade. Denn... Es gibt hier unterschiedliche Farben. Und ich habe gehört, es soll Herzen rauskommen, wenn man die richtig aufschlägt. Das heißt, ja. Das heißt, lila war das jetzt schon mal nicht. Ja, machen wir das oben auch noch auf. Okay. Kommt da noch was? Und zack. Und zack. Okay, droppst du uns auch wieder so eine Perle? Nein, du droppst uns nur ein bisschen Elixier, was wir natürlich dankend mitnehmen. Nun gut. Hier brauchen wir einen Stein und den Stein, damit können wir Bomben fernzünden. Und schaffe ich das? Natürlich schaffe ich das. Wir haben ja den kleinen Schlüssel, das heißt, also irgendwas ist gerade gestorben. Ich denke, hinter der... hinter dem Stein oder hinter der Bombe, dessen Radius, bei der Bombe klingt gut, war ein, na, heute habe ich es aber mit dem Reden, war eine Fledermaus und die Fledermaus ist einfach mal krepiert, das kann durchaus sein, na, nee, nur das hier, okay, und da ist so ein Assi wieder drin, der uns eine Waffe gibt. Bin mir jetzt unsicher, ob das hier ein Schwert, denn diese Moblins heißen die, glaube ich, oder Goblins oder irgendwie so. Die haben nur Schwert und solche Stöcke. Mit dem Stock kann man das hier jetzt nicht kaputt machen. Wäre auch zu schön gewesen. Aber, ja, voll, voll. Brauchen wir das jetzt noch? Nee, das ist nur ein Schalter. Der Schalter öffnet wahrscheinlich die Tür, richtig. Aber wir brauchen das hier trotzdem nochmal. Ich zünd das jetzt nochmal an. Auf B werfe ich die ganze Chose. Und, ah, wir hätten es gar nicht gebraucht. Ich finde es aber schöner, wenn das hier einfach komplett wegbrennt. Dazu, da müssen wir später nochmal hin. Wenn wir entweder den Dungeon geschafft haben, starten wir den Dungeon nochmal einen kurzen Besuch ab. Oder wenn... du? Nein, weg. Da bin ich auch des Öfteren gestorben. Weil mir der einfach mal die Brücke kaputt gemacht hat. Ja, und da wäre natürlich ein... ein Glücksamulett gewesen, ja. Hier sollte man aufpassen. Auch wenn es irgendwie komisch aussieht, dass die Lava genau da aufhört. Oder das Feuer. Aber wie gesagt, da unten bin ich öfters mal gestorben, weil... Na? Weil ich schön auf der Dings gekämpft habe. Auf der... Na, komm her. Auf der Brücke. Nein. Ich will dich blocken. Denn jetzt töte ich dich. Natürlich... Gehst du dann darüber und du hast bestimmt eine Goldfeder. Ach, Fuyu-Spiel. Okay, hier anpressen und schnell rüber. Das sollten wir eigentlich locker schaffen. Da haben wir genügend Zeit. Okay, ich nehme alles zurück. Das war doch ein bisschen knapper als erwartet. Aber wie dem auch sei, gehen wir nicht runterfallen. Okay. Geh da hoch. Danke sehr. Kann man da jetzt eigentlich hoch? Ja, kann man. Ja, kann man. Das ging in der... Das ging in der GameCube-Version, glaube ich, nicht. Jetzt haben wir natürlich ein halbes Herz verloren, weil ich so schlau war und musste natürlich wieder mal was testen. Was mich aber jetzt nicht weiter stört. Oh Gott, eineinhalb Herzen. Oh, Junge. Nee, warten. Ah, wobei, einfach rüber. Durch. Das war knapp. Okay, merke. Dich töten wir jetzt anders. Komm her. Einmal so. Ich will, dass du jetzt hier hingehst und ich dich gegen die Wand schlag. Ich will dich gegen die Wand schlagen. Danke sehr. Und jetzt droppst du natürlich wieder keine Goldfeder. Ich hasse dich so sehr, du Drecksvogel. Ja, ne, Lavadusche und so. Oder Feuerdusche. Feuerdusche tut gut. Also, merkt euch, Leute. Nicht nach oben drücken, einfach nach rechts. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass sie das nicht irgendwie eingebaut haben von wegen, ey, er hält sich dann fest oder du kannst da gar nicht hoch.
Ich denke, das ist wahrscheinlich ein Bug, den sie vergessen haben zu fixen. Also schämt euch, Nintendo, schämt euch. Okay, nichtsdestotrotz sind wir jetzt trotzdem mal drüben. Und ich merke gerade, dass ich wirklich ordentlich laber gerade. Bisschen viel als sonst, aber egal. Die Bombe wäre knapp, aber die sollte den Stein natürlich wegsprengen. Damit ist die Tür offen. Rein durch die Tür. Ein Schieberätsel. Das Schieberätsel finde ich auch relativ schön. Da ist ja auch was. Hä? Wie komme ich da hin? Okay. Erst einmal gucken. Da kann man sich nämlich alles hier schön ein bisschen erleichtern. Einfach um eins raus. Zack. Und man kann hier hinten gucken. Ist da jetzt... Ah, siehste! Ich glaube, das wusste ich gar nicht. Oh, ein Fünfer. Noch einer. Das waren Zehner natürlich. Noch ein Zehner. Das waren jetzt 22. Das waren 32 Rubine, die wir einfach so geschenkt bekommen haben. Finde ich äußerst nett von euch. Siehste, den Gang wusste ich gar nicht. Hat man wieder was gelernt. Per Zufall jetzt gefunden. Dementsprechend gibt es auch hier einen Gang, wo wir einfach hier eins raus, da eins raus, da eins raus. Okay. Und da hoch. Und da kann man nochmal rein. Solche kleinen Verstecke finde ich gut. Die, hier sind halt dann auch nur Fünfer. Das heißt, das sind jetzt 6 Rubine. Das waren jetzt 11 Rubine. Das waren 12 Rubine. Ja, 12 Rubine gegen 23 hatten wir, oder waren es 32 waren es. 12 gegen 32 ist halt doch ein ordentlicher Unterschied. Da sollten wir eigentlich auch so raufkommen. Also, ja, lassen wir so. So ist in Ordnung. Na, bitte, bitte, bitte. Okay, drücken wir mal an. Was willst du von uns, Tetra? Oh, okay. Diese durchtriebenen und diebischen Ratten, die den Leuten alle möglichen Sachen stibitzen, siehst du nicht zum ersten Mal, oder? Ich verstehe ja, dass sie dich wütend machen, aber Ratten sind nun mal Ratten. Probier doch mal etwas Futter vor eins, ihre Rattenlöcher zu streuen. Vielleicht geben sie dir was von ihrer Beute ab. Das werden wir auch definitiv machen, aber erstmal kümmern wir uns um die hier. Denn die haben wir zu viel Schaden gerade gemacht. Okay, ich gehe auf die Items, nehme von meiner Beutetasche ein bisschen Futter auf R und würde sagen, streuen wir mal hin und gucken mal, was sie uns geben. Ich wäre ja für ein rotes Elixier. Guten Tag! Verkauf dir was Schönes. Was willst du? Universalfutter Putputfrucht. Och, puh. Geizkragen. Man dankt für den Unterhalt. Och, nee. Leute, ich bin fast am Arsch. Das finde ich äußerst nicht sozial, muss ich gerade sagen. Werden wir Game Over gehen? Werden wir Game Over gehen? Ich werde natürlich... Das Problem ist halt, da gibt es keine Feenquelle oder so. Aber mit einem Herz. Oh. Das wird ein Spaß. Ja, das wird ein Spaß. Wir haben jetzt schließlich den Kompass gefunden. Jetzt weißt du, wo sich all die Schätze in diesem Labyrinth befinden. Ruf den Kartenbildschirm auf und mach dich schlau. Werden wir auch gleich machen, aber ich will jetzt erstmal das hier ablegen. Kann ich das nicht irgendwie ablegen? So von wegen, verpiss dich. Nee, geht nicht. Dann werden wir... Die Putput-Frucht sieht ja komisch aus. Ich wusste gar... Guckt euch die mal an, die hat so Schweißperlen obendrauf. Mach jetzt einfach die Fotobox hin. Und ja, erster Tempel ist halt doch ein bisschen böse, weil man einfach kaum Sachen hat. Man hat weder irgendwie... man hat... Wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden. Übrigens, man hat keine Feen, hat nur 3 Herze. Ich weiß gar nicht, ob es möglich wäre, eigentlich mehr Herze zu bekommen. Ich denke eher nicht. Okay. Und hips. Die Brücke hat auch schon. Die Treppe hat auch schon bessere Tage gesehen. Und eine verschlossene Tür. Aber du hast bestimmt was, was wir brauchen. Stirb einfach! Du hast den kleinen Schlüssel gefunden. Ja, kleine Schlüssel können wir auch finden. Und das ist jetzt bestimmt eine Feder.
keine Feder. Er hatte keine Feder. Rap-da-dap-dap-dam. Ich bin jetzt echt gespannt, ob wir hier Game Over gehen. Ja, ein bisschen finster ist es hier schon, aber nehmen wir uns einfach mal Licht mit. Ah, ein paar Fledermäuse. Die Fledermäuse würde ich vorher töten. Am besten aber mit dem Schwert. Weil man mit dem Schwert einfach viel mobiler ist und ich bin fast kaputt. Stirb, Fledermaus. Halbes Herz vor dem Win und so. Stirb, Fledermaus. Mann. Aber wenn wir jetzt nicht aufpassen, der nächste Hit... Glücksamulett und speichern. Fortsetzen. Wäre jetzt nicht falsch und so, ne? Also, sechsten Parts gehen wir fast Game Over. Ich feier's irgendwie gerade übelst ab. Lassen wir dich mal hier. Und es ist Gegner, keine Gegner. Okay, hätten wir gleich mitnehmen können. Aber man kann ja nie wissen. Okay, 4 Minuten noch überlebt, dann kann ich speichern, essen und dann mit voller Energie wieder starten. Pussy. Ach, okay, das ist schon mal gut. Wir haben hier nämlich ein... Bitte, weg. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wir haben hier so einen komischen Topf. Den kann ich ja kurz mal zeigen. Mit dem Topf sollte man eigentlich... Das wollte ich nicht. Lass mich wieder in den Topf rein. Geh weg von mir, nicht schlagen. Kann man sich ein paar Abkürzungen erschaffen? Ich höre Fledermäuse. Krüge kann ich ignorieren, es gibt sowieso auch... Nein! Aber das ist gut. Bei dem hier sollte ich eigentlich keinen Schaden bekommen. Wenn ich mich nicht allzu doof anstelle. Okay. Da ist jetzt nichts. Erstmal hier alles aufmachen. Schild bereithalten. Dafür. Der war auch schon wieder viel zu knapp. Hier oben vergisst man gerne. Da oben ist auch einer drin. Du. Weg. Komm, gib uns was für Herzen. Gib uns was. Okay, die Tür ist auf. Das waren die letzten Gegner. Aber. Mann. Ich brauche Feuer. Dazu nehme ich mir einfach den Stock hier. Und hol mir erstmal die Kiste hier. Denn ich sehe. Karte. Ich sehe, hier soll es eine Kiste geben. Da gibt es auch eine Kiste, aber da komme ich noch nicht hin. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die das lösen. Es gibt ja laut für den Tingle, erkläre ich gleich. Eine Schatzkarte. Ja, wir wissen jetzt, wo ein verborgener Schatz ist. Die werde ich auch alle suchen und eventuell auch finden. Ich weiß es echt nicht, was es da gibt. Die sind ja alle markiert, also es gibt nicht Karte 1 zweimal und so weiter. Wie dem auch sei, was ich erzählen wollte. Faden verloren, genau. Wir haben ja diese Tingle-Flasche bekommen. Bei der GameCube-Version war das aber ein Tingle Advance, sage ich mal. Damit konnte man sich mit dem Gameboy verbinden. Jetzt ist meine Frage, wie haben die das gelöst? Werden die Kisten, weil man konnte auch teilweise Kisten finden, werden diese Kisten einfach dann so gezeigt, nicht runterfallen, keinen Schaden bekommen? Oder muss ich mir da irgendwas machen? Also von wegen... Gnarf, ne? Okay. Wenn ich den jetzt richtig werfe, dann ist der hier kein Problem. Ungefähr so. Komm, stirb. Danke sehr. Okay, der war jetzt kein Problem. Oh, nicht sterben. Ich werfe jetzt sicherheitshalber nochmal eins rein. Und nehme mir die Wasserpulle mal mit. Okay, werf die... Nein! Und Game Over. Wir sind elendig verbrannt.
Ja. Gut gerettet bis zum Ende und dann elendig verbrannt. Ja, aber Leute, das ist perfekt, um den Part zu beenden. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ja, Part wäre eh vorbei gewesen. Ich wollte jetzt nur noch hochgehen und beenden. Hätte ich mir doch das gespart. Oh. Ach, genial. Ich feier's gerade irgendwie ab im ersten Dungeon gestorben. Wird das jetzt eigentlich irgendwie angezeigt? Von wegen Death Counter 1. Ich feier's gerade übelst ab. Naja, wie immer auch sei, Leute. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den Wii U Pro Controller... Bitte verbinde deine Wii U Pro Controller, habe ich nicht. Ah, da kann ich mit B einfach zurückgehen. Alles klar, Leute, das war's ab jetzt mit dem Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Bis dahin, ciao, ciao.